Ja, liebe Leute, wir stehen hier bei EA. Dragon Age Inquisition ist der Titel und den durften wir heute schon exklusiv eine Stunde lang anspielen. Also ich durfte mich vor den Rechner setzen und mit meiner Capture Box eine Stunde lang aufnehmen und davon werden wir am 20. euch 10 Minuten präsentieren in-game. Direkt erstes Material, was heißt direkt von der Quelle kommt und wollte euch ein bisschen Review geben, wie ich es denn so fand, wie mein erster Eindruck war. Bisher sehr gut. Also ich habe den ersten Teil komplett durchgespielt, den zweiten Teil leider abgebrochen, weil er mir echt nicht gut genug war. Also mich hat es nicht gefesselt, er war echt eintönig, er war schwer kopiert, die Level waren überall die gleichen und es war einfach, da lagen Längen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil und hat mich schwer enttäuscht. Aber mit den Erwartungen des ersten Teils gehe ich optimistisch an den dritten Teil ran. Und was ist? Ich werde auch nicht enttäuscht. Also es war sehr gut, was ich spielen konnte. Sah schwer nach dem ersten Teil aus, nicht nach dem zweiten Teil. Back to the Woods quasi. Man hat wahrscheinlich dann auch bei EA gemerkt und bei den Entwicklern, dass man da ja doch vielleicht vieles falsch gemacht hat im zweiten Teil und im ersten Teil doch so vieles richtig gemacht hat und hat auf die Community gehört und den ersten Teil dann doch weiter verfolgt. Und man hat wieder viele Charaktere. Man hat eine eigene coole Gruppe, mit der man rumrennen kann, die man im Fight dann auch einzeln koordinieren kann. Man kann jeden Einzelnen spielen, jeder Einzelne hat seine Aufgabe, einen Tank, man hat einen Magier, hatte ich einen Schurken, der sich unsichtbar machen konnte und natürlich den Hauptcharakter mit einem Flammenschwert, was sehr, sehr cool war, hatte sehr coole Moves, also auch mit einem großen Breitschwert kann man da richtig was reißen und auch richtig coole Kills machen. Hat einen sehr guten Eindruck auch optisch gemacht, also grafisch ganz hoch dabei. Ich habe es auf der Xbox gespielt, also auf der PC, auf dem PC mit einem Xbox-Controller. War so, ich will es aber eigentlich auf der Tastatur spielen. Ja, habe ich eigentlich auch so auf der Tastatur gespielt, aber es hat sich gut angefühlt mit dem Controller. Ich kam relativ schnell zurecht, die Kamera läuft gut, damit habe ich meistens so Probleme, dass man überschwenkt oder was. Aber es hat sich gut spielen lassen mit dem Xbox One Controller und vielleicht werde ich es mir auch für die Konsole holen, wer weiß. Weil es grafisch wohl, geringfügig jetzt mit Next Gen auch ebenbürtig ist und auch so in-game-mäßig viele, viele Monster gesehen, Open World, das Ganze natürlich linear durchgeführt, aber in alter Dragon Age 1 Manier, im düsteren Wald, im Moor. Und das Ganze seht ihr dann in den nächsten Tagen, wie gesagt, bei uns auf dem Channel, was ich da spielen durfte und erkläre dann natürlich auch zu den zum In-Game natürlich ein bisschen mehr. Aber ohne Scheiß muss ich sagen, ich freue mich wirklich drauf. Hat mich doch fasziniert, dass es mal wieder so ein bisschen Richtung ersten Teil, Richtung Story, Richtung Charaktere. Man konnte sich natürlich auch direkt wieder einen Charakter ins Team holen durch Konversation. Das finde ich auch immer sehr cool, dass man Entscheidungen treffen darf in den Gesprächen. Und dann das Ganze, die Charaktere beeinflussen, natürlich auch die Story und dein Team beeinflusst. Das finde ich sehr gut. Fand ich sehr geil am ersten Teil. Und ja, also mein Eindruck auf jeden Fall sehr gut. Freue mich sehr. Und ja, was soll man sagen? Leute, freut euch einfach auf die 10 Minuten, die wir euch zeigen dürfen dann die nächsten Tage. Und schaut selber rein. Nochmal großen Dank an EA und BioWare, die uns da den Einblick gegeben haben. Und fand ich cool, weil wir haben sonst, glaube ich, bei keinem anderen Spiel wirklich die Chance gehabt, da wirklich was zu capturen und hands-on wirklich zu machen und ausgiebig zu testen. Das fand ich sehr cool. Vielen Dank nochmal dafür. Sollte eigentlich der Schritt mehr in die Richtung sein und nicht in die Richtung, dass man gar nichts mehr filmen darf. Und das ist echt schade. Finde ich echt schade. Wir würden euch gerne mehr zeigen, mehr an Spielen, aber wir dürfen halt nur noch sehr wenig filmen. Schade. Also auch da Daumen hoch von mir. Seid gespannt und wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.